Das ist alles. Danke. Danke. Können Sie warten? Ich bin in etwa einer Stunde wieder da. Ja, ist ja Ihr Geld, nicht? Der Günther kann ihm ja so lange Gesellschaft leisten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bashkuri. Guten Morgen, Herr Bashkuri. Ich hole schnell frischen Kaffee. Setzen Sie sich doch. Die Gräfin sollte eigentlich längst zurück sein. Pardon. Ja, dann kann ich mich auch gleich verabschieden. Sie gehen doch nicht etwa meinetwegen. Ja, weswegen sonst? Ich wollte mit Christine zum Friseur, aber daraus wird ja wohl nichts. Es geht mich nichts an, aber können Sie mir nicht sagen, was in Paris vorgefallen ist? Ich bin Christines beste Freundin und beste Freundinnen haben es schwer, wenn die eine unglücklich ist. Wenn Sie ihr also wieder wehtun wollen, dann gehen Sie lieber wieder. So, frischer Kaffee. Also bis man dich findet. Euer Besitz ist einfach zu groß. Komm, schnell. Wohin? Eigentlich... Eigentlich solltest du wie jede anständige Dame von Geblüt um diese Zeit im Bett deinen Early-Morning-Tea trinken. Dann hätten deine unglücklichen Liebhaber nicht solche Schwierigkeiten, dich zu finden. Er ist da. Gregor? Wer sonst? Los, beeil dich. Die ganze Woche hängst du hier rum wie eine matte Pflanze und ich breche mir einen ab, um dich wieder aufzubauen. Also entweder du gehst jetzt oder ich schreie. Ja? Ja, er ist eben vom Ausritt zurück. Natürlich, wie jeden Freitag. Oh, der Professor ist so zufrieden mit ihm. Ja. Nein, wir wollten schwimmen gehen, aber wenn Sie kommen, gehen wir eben morgen. Na ja. Ja. Nein. Nein, es war ja ausgemacht. Ja. Also bis auf dann.
Oh, Verzeihung. Wie blöde ich... Nein, nein, was ist denn? Ich wollte eigentlich nur fragen... Guten Tag. Ich wollte nur fragen, ob Rüger mich vielleicht mit dem Wagen in die Stadt bringen kann. Aber es ist schon in Ordnung, danke. Auf wen warten Sie? Auf den Herrn da drin. Den können Sie vergessen. Fahren Sie mich nach Hamburg, bitte. Ja, aber ich habe hier fast 50 Mark auf der Uhr hier. Das macht nichts. Mann. Und? Wie lange kannst du bleiben? Nur ein paar Stunden. Eine Symphonie ist kürzer. Und trotzdem ist manchmal das ganze Leben drin, nicht? Du glaubst mir immer noch nicht. Ich sage dir nochmal, Frau Giroux ist nur meine Agentin. Und auch eine alte Freundin. Schon gut, du musst nichts erklären. Du bist ein freier Mann. Und wenn ich mich entscheide, nicht mehr frei zu sein? Hm. Ich liebe dich, Christine. Willst du meine Frau werden? Gregor. Ich bitte dich. Wir könnten sicher ohne einander leben, aber... Warum? Ja, Fräulein Reinders. Ich weiß. Nein, es ist etwas dazwischen gekommen. Bitte sagen Sie alle Termine für heute ab. Danke. Fahren Sie ein paar Mal um den Block. Das wird aber teurer, wenn ich fahre. Ja, das macht nichts. Bis gleich. Okay. Tag, Frau Lauritzen. Na, wollen Sie helfen? Ja, gerne. Kann ich dich mal sprechen? Sie können ja draußen weitermachen. Das dauert bestimmt nicht lange, ist gut. Deine Fotos. Ich habe schon die besten markiert. Wozu? Soll ich es mir ins Fotoalbum kleben? Hey. Achim, du hast nicht eine einzige Rechnung bezahlt. Die Models nicht, Klampe und Söhne nicht, sie haben ihre Lieferung eingestellt. Und heute früh habe ich Udo angerufen, der hat fast geheult. Ich kann mich im ganzen Dorf nicht mehr sehen lassen, weil ich die Näherin nicht bezahlen kann. Ich hab dir doch gesagt, das ist mein Problem. Ich mache die Dreckarbeit und du bist eben kreativ. Ach, ohne Leute, ohne Stoffe? Du hast genug Stoffe. Achim, jetzt kapier's doch endlich mal. Du bist erledigt, es ist aus und vorbei. Du hast mich immer unterschätzt. Und dich dafür überschätzt. Du glaubst doch nicht, dass du sowas ohne mich durchziehen kannst. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann hättest du deine Kreationen im Dorfkrug von Guldenburg vorgeführt. Und wenn dich schon ein paar unbezahlte Rechnungen nervös machen, dann möchte ich dir erst sehen, wenn es richtig losgeht. Evelyn! Und noch etwas. Und wann ich erledigt bin, bestimme ich. Und sonst keiner. Ich habe viel Zeit gehabt, über uns nachzudenken. Ich auch. Könnten wir es nicht noch mal versuchen? Mach dir nichts vor, Gregor. Das ist alles eine Illusion. Du und deine Musik, das ist die Wirklichkeit.
Christine, die Musik ist ebenso trügerisch wie alles. Die Musik, man kann sie verändern, man kann sie benutzen, man kann sie manipulieren. Jeder Seelenzustand hat seine Melodie. Man braucht sie nur hervorzuholen. Ich selbst lasse mich auch davon ergreifen, aber du bist wirklich da. Ich weiß, dass ich dich nicht zu betrügen brauche, dir nichts vormachen muss. Ich weiß, dass ich bei dir ganz ich selbst sein darf. Ich bin auch nur eine Illusion für dich. Du weißt es. Du willst es nur nicht zugeben, weil es wehtut. Als ich aus Paris zurückkam, war ich... Aber so ist das Leben. Dein Leben. Und erst jetzt, wo du da bist, beginne ich zu begreifen, was überhaupt geschehen ist. Was? Wir haben uns benutzt, Gregor. Wir haben beide Angst. Ich vor dem Alleinsein und du vor den Menschen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Ich jedenfalls habe keine mehr. Vielleicht, weil du mich liebst. Aber ich muss dich nicht mehr festhalten. Ich kann loslassen. Christine, was steht zwischen uns? Du hast es selbst gesagt. Musik. Dann ist also alles vorbei. Du wirst weiterhin in London und sonst wo deine Konzerte geben. Und ich werde weiterhin auf langweilige Einladungen gehen. Es stimmt so. Oh, danke schön. Danke vielmals. Oh, pardon. Ach, Sie gehen schon? Gregor hat ein Konzert in London heute Abend. Ach ja. Ja, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Wiederschauen. Leb wohl, Gregor. Also kein Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich habe Nein gesagt. Ich weiß, ich soll nicht hierher kommen. Aber zu Hause gehst du nicht ans Telefon und hier lässt du dich verleugnen. Also was bleibt mir anderes übrig? Mutter, ich gebe ja zu, das war alles kindisch von mir. Meinetwegen auch rücksichtslos, respektlos, was weiß ich. Aber dass alles so gekommen ist, das liegt doch nicht nur an mir. Ich konnte ja nicht zu dir gehen und sagen, Mutter, ich bin glücklich, ich habe mich verliebt, ich habe den Mann fürs Leben gefunden, wir wollen heiraten, oder? Und es ist mir, weiß Gott, nicht leicht gefallen. Genauso wie es mir jetzt nicht leicht fällt, hier zu stehen und es nochmal zu versuchen und du siehst mich noch nicht einmal an. Besser so? Ja. Mutter, können wir nicht einen neuen Anfang machen? Es liegt doch an uns. Und Thomas ist auch bereit, alles zu vergessen. Ah, das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Er wird nervös. Dabei habe ich erst einen Monatscheck für seine ach so liebe Gattin ausfallen lassen. Da darf man gespannt sein, was er am nächsten Ersten anstellt oder in einem Jahr. Vielleicht kommt er dann mit deinem Kind hier an und bettelt. Weißt du, was mich so traurig macht? Du willst gar nicht verstehen.
habe keine Kinder. Mein Sohn ist tot und meine Tochter hat mich verlassen. Ich bin keine Mutter mehr. Geh. Jetzt ist aber Schluss. Ich bin dein Großvater und kein Postillon d'amour. Du gehst jetzt hinunter und bittest den jungen Mann herein. Und dann redet ihr vernünftig miteinander. Das kann ja kein Mensch mit ansehen. Das verstehst du nicht. Was gibt's da groß zu verstehen? Das ist die älteste Geschichte der Welt und sie hat mich schon immer zur Raserei gebracht. Wie in der Oper. Unten singt verzweifelter Heldentenor und oben ringt der Sopran in höchsten Tönen die Hände, dass der Balkon wackelt und am Schluss sind meistens alle tot. Und nur, weil sie nicht vernünftig miteinander geredet haben. Wird da wenigstens was Vernünftiges drin? Na, endlich. Frau Wanitschek, legen Sie noch ein Gedeck auf. Wir bekommen einen Besuch. Das hätten Sie sich aber früher überlegen können. Ich habe nur mehr 3 Tafelspitz. Dann essen Sie ja mal ausnahmsweise nichts. Das tut Ihrer Figur gut. Und machen Sie als Nachtisch einen Pudding. Mit Schokoladenpudding im Mund kann man sich nicht anbrüllen. Los, los. Es geht um alles oder nichts. Och, du siehst ja toll aus. Komm schnell, wir müssen essen. Was hast du vor? Ich habe darauf bestanden, dass er erst noch etwas isst, bevor er wieder verschwindet. Guten Tag, Gräfin. Carina. Jetzt lassen wir die Gräfin, ich heiße Hertha. Guten Tag, Hertha. So, ich darf. Danke. Ich lerne fahren bei Onkel Kurt. Ja. Aber deine Mutter ist zwar kein Automobil, aber jetzt kannst du vielleicht so viel Interesse aufbringen, mal 10 Minuten bei uns zu bleiben, ja? Onkel Kurt! Ach nein. Mama, darf ich gehen? Du bist ja auch so spät gekommen. Du hast recht. Also, aufgrund dieser ungewöhnlichen Situation, in Ordnung. Stimmt, genau. Aber wundere dich nicht, wenn ich allen Käsekuchen nachher aufgegessen habe. Mami, pass auf! Herr Kröber, eine Stunde, nicht alles länger. Klar. So ist es nun. Kaum können Sie laufen, laufen Sie uns davon. Ich hoffe, er hat Ihnen keine Scherereien gemacht. Ach, überhaupt nicht. Ach, jetzt hat der Tee zu lange gezogen. Oh, nein, 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 ich mag starken Tee. Wirklich? Ja, wirklich. Ich möchte Ihnen danken für alles, was Sie für mich getan haben. Und natürlich für alles, was Sie für Martin getan haben. Ich werde es nie vergessen. Ja, aber ich habe nur mir geholfen. Martin hat das ganze Haus verwandelt. Ich bin meinen niedrigen Blutdruck los. Ich schlafe wie ein Bär, weil ich erledigt bin von Martins Energie. Also es ist nicht zu fassen, was ein Mann im Haus alles verwandelt. Ach, er wird mir ja so fehlen. Ich weiß, was Sie meinen. Mir geht's genauso. Martin ist ein ganz besonderer Junge. Also für mich ist er nur ein kleiner Junge. Er ist ein großer Junge. Und wir respektieren gegenseitig unsere diversen Rollen. Also eigentlich sind Enkel und Großeltern die ideale Form menschlicher Beziehung. Das ist verrückt, nicht wahr? Das war fast schon pervers. Ja. Und du bist ganz normal, wie? Stinknormal! Und dann? Was mit mir? Du machst deinen Doktor und hast deine Arbeit? Und ich? Was ist mit mir? Ich wollte doch nicht, dass du mit der Schule aufhörst. Ich habe dich nicht zu was gezwungen, oder? Jetzt ist es eben zu spät.
Wer sagt das? Ich sage das. Was soll ich denn noch tun? Ich fahre dir hinterher. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich will dich zurücknehmen. Ich flehe dich an, dass du mich heiratest. Und du? Dann heirate doch deinen Großvater. Bringst du mich zurück? Na, da seid ihr ja wieder. Seid ihr euch einig? Mit dem kann man doch nicht reden. Okay, ich fahr dann wieder. Danke trotzdem. Moment, junger Mann, so geht das nicht. Sie fahren weg und ich kann es auslöffeln. Sie will nicht, das ist doch sinnlos. Jede Frau will, man muss nur wissen, was. Und dann ist es meistens das Gegenteil von dem, was man selber will. So lasse ich sie nicht fort. Also, wenn ich bitten darf. Muss Liebe schön sein. Tut mir leid, aber von meinem Blickwinkel aus, also von hier und aus einem halben Jahrhundert Entfernung, seht ihr beide schon ziemlich komisch aus. Aber ich will versuchen, mich zu erinnern, wie blöd ich in eurem Alter war. Entschuldigung, nicht blöd natürlich, nur jung und stürmisch und eigensinnig. Nur die eigene Meinung gilt etwas. Alle anderen haben sich gefälligst danach zu richten und so weiter und so weiter. Was habe ich für Blödsinn geredet und für noch dümmere Sachen gemacht. Aber ich habe eine Entschuldigung. Ich hatte keinen Großvater. Aber ihr habt mich, also keine Entschuldigung. So, das muss ich ja mal hören, was ihr beide so entsetzlich aneinander findet. Na los, keine Angst. Ich werde die reinste Objektivität sagen. Sie will einfach nicht zurückkommen. Das ist alles. Ich will nicht heiraten. Ich will studieren. Mit dem Säugling noch mal. Warum nicht? Und was, wenn ich wissen darf? Jura. Wie Großvater. Jura. Du. Ja, ich. Halt. Das reicht für den Anfang. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchte der Tobias heiraten und du bist nicht heiraten. Nicht jetzt. Und schon gar nicht nur, weil ein Kind unterwegs ist. Zu meiner Zeit war das eigentlich ein ganz guter Grund, aber heute ist das ja wohl keine Affäre mehr. Jura. Auch nicht viel besser als Medizin. Dass ich so alt geworden bin, verdanke ich nur der Tatsache, dass ich nie zum Arzt gehe. Na und Jura, das glaube ich doch gar nicht. Siehst du? Du traust mir nichts zu. Also, Jura kann jeder studieren, der lesen kann und der Lust am Streiten hat. Lesen kann sie und das mit dem gern Streiten hat sie von ihrer Mutter. Und die hat es von mir. Aber so kommen wir nicht weiter. Mir gefällt vor allen Dingen der Tonfall nicht, mit dem er aufeinander losgeht. Das geht doch alles ganz anders, wenn man so miteinander redet, als hätte man sich trotz allem noch gern. Und was habt ihr doch? Sonst wäre Nane nicht weggelaufen und sie wäre nicht nachgerannt. Er hat recht. Er hat immer recht. Schau, ich habe mir was überlegt. Ich will dich in Ruhe deinen Doktor machen lassen. Und ich studiere auch. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, mir über alles klar zu werden. Ich habe viel falsch gemacht. Aber das Kind war kein Fehler. Ich wollte es und du auch. Deswegen will ich mir trotzdem nicht mein ganzes Leben lang Vorwürfe machen müssen. Oder noch blöder, dir Vorwürfe machen. Verstehst du das? Doch, ja, das verstehe ich. Nur, wie willst du denn das allein schaffen? Ich kann dir dabei helfen. Ich kenne mich, Tobias. Wenn ich dich heirate und das Kind ist da, dann bin ich glücklich und zufrieden. Dann will ich Mama sein und es uns schön machen. Ja, und was gibt's denn noch? Ich habe auch meine Träume. Wie du. Und ich will nicht mal so dastehen wie meine Mutter. Ich will einen Beruf. Ich will nicht aufhören zu träumen. Nane, das,
das... Das ist das erste Mal, dass ich dieses Mädchen, das zufällig auch meine Enkelin ist, etwas habe sagen hören, das ich ohne das großväterliche Augenzwinkern respektieren kann. Ich glaube, auch Sie haben Herz und Verstand genug, das zu akzeptieren. Meine Frau, Gott hab sie selig, ist in dieselbe Falle gegangen wie alle Frauen. Die Kinder, der Haushalt, der Mann und seine Karriere. Das ist schön und gut am Anfang, aber dann kein Mann kann einer Frau die Träume ersetzen oder ihr ein Selbstbewusstsein geben oder ihre Sehnsucht stillen nach, ja, nach was? Ich habe es nie herausgefunden. Nach mehr, Opa. Es gibt bestimmt mehr als einen Mann und Kinder. Vielleicht wirst du es finden. Und Sie, halten Sie sie nicht fest. Lassen Sie Nane fliegen. Wenn Sie Nane wirklich lieb haben, fliegt sie zu Ihnen, jetzt oder morgen oder eines schönen Tages. Und jetzt nach dieser reifen Leistung und ungeheuerem gegenseitigen Verständnis kann ich endlich den nun inzwischen hoffentlich erkalteten Schokoladenpudding von der Frau Wadecek aus dem Eischrank holen und in die Diskussion werfen. Kinder, Kinder. Ist Brüderlein, so ist Schwesterlein. Bei deinen Sprüngen verstehe ich, warum du kleidet bist. Was gibt's? Der arme Alter. War das wirklich nötig, ihm einen solchen Schrecken einzujagen, der es ganz aufgelöst? Wo er sein Auto doch so liebt. Dann kauft ihm doch Neues. Steckst doch mit ihm unter einer Decke, oder? Mit Althoff? Nein. Mhm. Aber mit deiner Schwiegermutter. Und ich kann dich beruhigen, mit dem Vertrag geht alles klar. Ich habe ein gutes Wort für dich eingelegt. Ah ja. Und ich habe der guten Margot auch den Unsinn mit Altdorf ausgeredet. Er wird also nicht nur vor eurem Haus herumsitzen und du brauchst ihm auch nicht weiter das Leben schwer zu machen. Denn ich nehme nicht an, dass du daran dachtest, zur Polizei zu gehen, oder? Nein. Sonst noch was? Ja. Du könntest mir eigentlich einen kleinen Gefallen tun. Ach ja? Welchen denn? Ich mache für dich die Amerika-Werbung. Deine einfallslosen Texte soll ich mir noch auf Englisch anhören. Ja, ja. Mach nur ruhig weiter so. Toi, toi, toi. Finden Sie meine Begleitung immer noch eine gute Idee? Eine ausgezeichnete Idee. Jetzt können wir uns endlich mal über die Arbeit der nächsten Monate unterhalten. Was, hier? Gerade hier. Hier kümmert sich nämlich nicht einer um den anderen. Formulierungen, Gräfin, was für eine angenehme Überraschung. Ich kann es nicht sagen, fühlen Sie sich wie zu Hause, aber ich hoffe trotzdem, dass Sie sich amüsieren. Ich bewundere Ihren Einfallsreichtum. Oder wollen Sie mir mit Ihrer musikalischen Soiree Konkurrenz machen? Gräfin, darf ich Ihnen Monsieur Kleidermann vorstellen? Ja. Gestatten Sie bitte. Richard Kleidermann, Gräfin Guldenburg. Meine Herrschaften, ich muss Sie jetzt bitten, mein Haus zu verlassen. Bitte. Ja. Darf ich Sie jetzt bitten? Entschuldigung. Ein dringender Anruf für Fräulein Balbeck.
Wir haben sie schon im Haus nachgesehen. Da war sie vor 2 Minuten. Nein. Wenn ich Frau Balbeck sehe, sage ich ihr Bescheid. Frau Balbeck ist ja nicht mehr. Ich kann mich nur schwer daran gewöhnen. Gräfin, entschuldigen Sie, aber es ist ein Anruf für Sie von zu Hause. Wo? Ja, hier bitte. Danke. Ein Gespräch für Sie. Danke sehr. Ja? Was ist passiert? Sie bleiben bei ihr, ja? Wenn es sein muss, halten Sie sie fest. Ich komme sofort. Was Unangenehmes? Meine Mutter, sie hat plötzlich einen Nervenzusammenbruch oder so. Ja, bitte bleiben Sie ganz ruhig. Ich werde Herrn Dr. Müller-Hellwege den Nachrichten. Das habe ich schon. Darf ich Ihnen meinen Wagen anbieten? Danke. Und bitte entschuldigen Sie meinen plötzlichen Aufbruch. Gnädige Frau, beruhigen Sie sich doch. Der Doktor ist unterwegs und Ihre Tochter kommt auch mit. Ich habe keine Tochter. Ich habe keinen Sohn! Ich habe nur mich! Ich habe nur mich. Ich habe nur mich. Guter Mond, du gehst so still durch die Abendwolken hin. Labest nach des Tages Schüle, gehst du still durch die Abendwolken hin. Mild und freundlich. Ja, ja, ein schönes Lied. Tages Schüle. Schnell, bringen Sie mir alle Medikamente, die Frau Waldbeck in der letzten Zeit verschrieben bekommen hat. Mild und freundlich schaust herüber aus dem großen Himmelszelt. Halten Sie sie fest. Und es tönt. Mein Sohn ist nicht gut. Ich habe ihn gesehen, er kommt bald wieder. Jan ist nicht tot. Ich habe ihn gesehen, er kommt bald wieder.
Wie viele sind noch dran? Zwei sind leer und hier 11. Danke. Dann rufen Sie jetzt die Ambulanz, ja? Ja. Durch dein freundlich lichtigen Sinn mild und freundlich scheinst hernieder aus dem blauen Himmelszelt und es tönen oh, unsere Lieder hinauf zum Herrn der Welt. Darf ich Sie um einen Tanz bitten? Liebes Fräulein Deichmann, glauben Sie nicht, dass das etwas unpassend ist? Ich denke, dass Monsieur Kleidermann sicher nichts dagegen hat. Außerdem kann man besser dabei reden. Ich möchte Sie nämlich was fragen. Bitte? Was haben Sie gegen Sascha? Ich? Überhaupt nichts. Er hat eher etwas gegen mich. Ich meine jetzt nicht Ihre fachlichen Differenzen. Da kann man ja geteilter Meinung sein. Ihre Müsli-Betriebswirtschaft kann gewaltig daneben gehen. Auch wenn alles so natürlich klingt. Nein, ich meine privat. Von Mensch zu Mensch. Sascha fühlt sich auf Guldenburg nicht mehr zu Hause. Das tut mir leid. Aber ich glaube nicht, dass das irgendetwas mit mir zu tun hat. Sascha wird eines Tages der Chef da draußen sein. Und wenn er Ja-Sager und Konformisten braucht, dann muss er mich eben entlassen. Mit mir wird er sicherlich etwas schwerer haben. Aber wenn er das Zeug dazu hat, dann wird er sich durchsetzen. Und das hat noch niemandem geschadet, der Chef eines Hauses werden sollte. Jetzt entschuldigen Sie mich. Tut mir leid. Ich bin heute keine sehr amüsante Begleitung. Ach, mir reicht es auch. Dann gehen wir doch. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sie sehen traurig aus. Ja, und der Grund liegt in mir selber. Kann ich auch gar nichts dagegen tun.
In solchen Fällen pflege ich über mich selbst zu lachen und das hilft dann. Oder auch nicht. Aber eines weiß ich, der Sommer ist viel zu kurz, um traurig zu sein. Gehen wir? Es hat wohl keinen Sinn, Sie zu fragen, ob Sie noch Lust haben, irgendwo ein Glas mit mir zu trinken. Versuchen Sie es doch. Bei Ambush? Ausgezeichnetes Bier. Und es kostet nichts. Sehr gut. Und wirtschaftlich gedacht. Kröger wird uns fahren. Also, aber ein gutes Guldenbrot. Thank you.